Also kann ich sehr viel am Herd mit Kultur. Kino gehe ich noch ab und zu mit Kollegen, wenn ein Film kommt, den ich sehe. Aber auch eher zu Baren, weil ich zu Baren studiere. Konzert bin ich im März gesehen. Und sonst Theater. Ich war in der Schule im Kollegium, aber von selbst ging ich nicht. Ich gehe von Olten her über die SKKL auf Luzern, gehe auch Theater schauen, speziell. Ich gehe auch auf Basel, wenn es etwas Gutes gibt. Oper weniger, aber schon was Musik anbelangt, ja, und Theater, ja. Was interessiert denn konkret? Was für Stücke oder was für eine Richtung, sage ich mal? Ja, ich gehe ja, die, wie heisst das heute, der moderne Zeug da. Sie wissen schon, was ich meine, oder? Da mit dem Lions-Ding da, oder? Wissen Sie, was ich meine? Ja, das interessiert noch nicht in dem Fall, oder wie? Ja, doch. Ah, mal, das interessiert ja, ja. Solche Zeug, ja, genau, ja. Also Kino gehe ich ganz gerne schauen und Konzerte sicher auch, aber ich habe jetzt noch nie so richtig in ein grosses Konzert oder so. Blick bin ich einmal gewesen. Und ja, Zirkus, aber sonst jetzt Theater mit der Schule oder so, aber jetzt nicht ich von mir aus, nicht so. Also ich gehe gerne ins Kino, das, ich glaube, das ist ja normal für unsere Jugend, also Kino, wenn James Bond kommt, gehen wir da sicher ins Kino schauen. Und wenn jetzt mal nicht James Bond kommt, dann was geht er ins Kino? Also die neuesten Hollywood-Filme, sage ich jetzt. Also gehe ich jetzt immer schauen. Ja, also ich gehe halt ab und zu ins Kino, aber jetzt Theater und Oper und so ist jetzt nicht so meins. Kino, was geht er für Filme schauen? Irgendetwas oder eigentlich spezielle Vorlieben? Ja, so ein bisschen alles. Also, was so läuft. Und dann so mit richtig Musical oder Oper oder so schon mal diesbezüglich etwas dürfen anschauen? Ja, also auch von der Schule her sind wir halt so sehr ins Lappus zwischen in Musicals und so. Also Oper jetzt noch nicht, aber ja, Musical. Jetzt seid ihr von der Schule gegangen, würdet ihr auch privat gehen? Von der Schule kommen wir ja mit, aber ja. Privat. Also wenn es jetzt wirklich etwas ist, was mich voll interessiert, würde ich sicher mal gehen. Also ja. Und was wäre das, was nochmal so wirklich interessieren würde? Ich weiß nicht, also eine bekannte Gruppe oder einfach, die man halt kennt. Einfach so einer, weil ich habe jetzt noch nicht so wohl die Kenntnis dafür. Und sonst mit Kultur? Theater, Konzert, Musical? Also ich bin jetzt zum Beispiel das Musical, das Zermatt, da schauen. Und sonst eigentlich nicht gross. Also es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir ja von Oper gehabt, wir haben von Theater gehabt, und Konzert. Wie sieht es mit dem aus? Ja, da, ich bin nicht so der Konzertmensch, aber... Seid ihr aber schon mal gesehen im Konzert, dass ihr es beurteilen könnt? Ja, bin ich auch schon gesehen. Aber bin noch klein gewesen. Und was seid ihr los? Blick. In Moon and Stars. Jetzt seid ihr ein Kollege, seid ihr mal im Theater gesehen? Hat also davor gemacht, schon gesehen, was gefällt dir nicht? Warum geht ihr nicht von selber uns auch noch? Es interessiert mich gar nicht so fest. Also, ich denke mir, ja. Also, ich habe sowieso gar nicht so viel Zeit. Ich wollte mal spielen und recht viel Training haben am Abend. Und lehren wir es mal da sehen. Was geht ihr für Konzerte schauen? Ja, ich kann auch mal einen Beethoven schauen, dort in Luzern. Oder einen Bach oder solches Zeug. Das sind ja meistens sehr bekannte Dirigenten. Und wo sowieso der Orchester hat in Luzern. Der Star ist da, den Namen weiss ich nicht. Und dann so, wie heisst das es mit Oper zum Beispiel? Oder Musical, ja. Oder Kinobesuch? Kinobesuch kann ich etwa die. Aber in Olten ist nichts los. Ich gehe jetzt natürlich gut James Bond anschauen auf Zürich, oder? Genau. Bis der bei uns daheim ist, eine kurze Weile, ja. Nein, ein Kinobesuch tut mir gut, ja. Und Oper? Oper, wie hat es mit dem? Oper war ich noch nie gewesen. Also in Mailand, in Scala war ich. Wir gehen alle gehen, aber nicht die Oper gesehen. Musical war ich aber in London mal gewesen. Und ja, sonst nicht gross. Okay, und jetzt das Fazit in diesem Fall? Ja. Also es ist nicht jemand, der das regelmäßig braucht, sagen wir so. Ja, genau. Würdet ihr diesbezüglich in der Region im Oberwallis mehr ein grösseres Angebot wünschen, für das man allenfalls auch eher auf den Geschmack kommen? Also ich glaube, es gibt immer schon genug so Kunstveranstaltungen. Also wenn ich jetzt die Zeitung öffne, steht da schon viel, da das Museum, da Ausstellung. Also ich denke, das ist genug, finde ich. Also es braucht nicht mehr, meiner Meinung nach. Nein, das stimmt aufs. Ja, es wäre sicher noch spannend, aber für die Personen, die das würde wertschätzen und so. Und ja, also wir heißen schon nicht ganz so voll extrem hier am Wallis oder Oberwallis. Und ja, ich würde das schon noch positiv bewerten.